Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Und wir haben heute wieder eine Sammelfolge vor uns. Ja, denn wir brauchen noch reichlich Obsidian und Metall. Das wollen wir noch ein bisschen suchen gehen. Beziehungsweise wir gehen es holen, wir gehen es nicht suchen. Aber vorher kurz noch ein kleines Momentchen, denn beim letzten Mal hatten wir ja Helchka gefangen. Ich glaube, die hat man noch gar nicht vorgestellt. Nein, stimmt. Helchka haben wir noch nicht vorgestellt. Ist eine ganz hübsche, hat jetzt Helchmut eine Freundin. Sehen sehr gut aus zusammen. Passen wunderbar zusammen. Ja, Helchka ist aber deutlich jünger. Ja, das macht nichts. Das macht auch wirklich gar nichts. Die wächst ja noch und ja. So. Und auch, im Kinderzimmer hatte sich ja zuletzt ordentlich was getan. Da kannst du auch gleich mal zeigen, wie unsere Tierchen jetzt aussehen. Aber die haben wir noch nicht abstimmen lassen, die Zuschauer. Ja, gut, aber du kannst ja zeigen, wie sie aussehen. Wo ist denn hier da? Also da ist Rocky, der ist jetzt auch schon erwachsen. Ja. Der passt ganz gut zu Lilly und Lilly hat auch schon mal ein paar Eier gelegt. Jetzt geht tatsächlich los jetzt mit Rocky. Die mögen sich also scheinbar. Ganz verliebt, die beiden. Und hier hinten ist Spice und Pascal, die haben wir jetzt hier eingeparkt. Die schönste Ansicht. Ja, und kack gleich los hier. Ja, genauso, naja, sein das soll. Ist die Aufregung vor der Kamera. Pass auf. Ja, auf jeden Fall. Und zwar hatten wir ja beim letzten Mal gesagt, okay, ja, ihr sollt mal kommentieren, was wir mit dem machen sollen. Aber wir haben uns dann zu entschlossen, jetzt die zu behalten. Also, um genau zu sein, wir wissen ja eure Antworten noch nicht, denn wir nehmen das Video auf, bevor das Video mit der Abstimmung läuft. Ja, das stimmt. Das ist gemein, ne? Eigentlich schon, aber gut, das macht nichts. Ich habe Mario lange noch ins Gewissen geredet. Ja, ich konnte das nicht mehr ertragen, dass Anni mich die ganze Zeit hier volltextet. Dass er die nicht loswerden möchte. Hast du jetzt eigentlich mal hier ja, ein Wölfchen noch im Schlepptau? Nee, natürlich nicht. Habe ich nur alles wieder vergessen. Ja. Ach, schön. Gut, ich flieg schon mal los. Ja, denn der Plan ist, wir wollen Metall sammeln. Wir brauchen, Metall, ich erzähl Blödsinn, wir wollen Obsidian sammeln. Ja, Metall nehmen wir auch mit. Aber Metall nehmen wir auch mit, genau. Alles, was da rumliegt, sozusagen. So, was war das denn hier gerade, hä? Ich hab verwirrt. Was denn? Ich bin gerade, weiß ich nicht. Hab mich gerade verguckt, glaube ich. Dachte, war eine Ankühlung, aber da ist doch gar keiner. Wer weiß, was du hier schon wieder siehst. Na gut, ich flieg schon mal los. Ich komme hinterher. Anni trödelt wieder heute ein bisschen. Ja, das kennen wir ja schon. Ist ja immer noch krank, also von daher, ne? Kann man das entschuldigen, ja, ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Von daher. So. Auf dem Weg. Auf dem Weg. So, ja, wir haben ja schon gestern ein bisschen was gesammelt an Obsidian. Und da kann ja Anni gleich mal was dazu sagen. Ja, genau. Also, wir waren gestern Obsidian sammeln und das Ganze haben wir nicht einfach so getan, sondern das Ganze haben wir in einem Teststream getan. Jetzt nicht ausrasten, es war eigentlich keiner weiter da, außer ein guter Freund von uns, den wir dazu auserkoren haben, mal bitte unseren Teststream zu prüfen. Wir mussten ja noch diverse technische Einstellungen vornehmen. Schauen, ob das mit der Lautstärke passt, mit der Übertragung, von der Qualität her und das ganze Pipapo. Auf jeden Fall haben wir dann gestern zu etwas späterer Stunde mal einen Teststream zu laufen gehabt. Es gab noch einen anderen Zuschauer. Ja. Das habe ich gesehen. Das war, glaube ich, Zufall. Das war wirklich Zufall. Also nur, dass ihr jetzt wisst, unser Twitch-Account ist jetzt aktiv. Ja, also nicht jetzt gerade, ja, jetzt streamen wir gerade nicht, sondern da ist jetzt einfach ein bisschen was passiert und demnächst wird es dann auch einen Stream zu sehen geben. Ja, wir haben auf alle Fälle festgestellt, dass gestern beim Teststream einiges noch nicht funktioniert hat. Das müssen wir noch beheben. Ein paar Sachen einfach, damit das auch gut funktioniert. Ich denke mal, der erste Livestream wird sowieso recht holprig werden. Ja, verzeiht uns das dann bitte, ja. Also wir haben gestern schon gemerkt, auch wenn eigentlich niemand weiter da war, das ist schon kompliziert, den Chat zu lesen, zu quatschen. Und man muss ja auch bedenken, dass es eine Verzögerung gibt von 15 Sekunden ungefähr. Ja, das ist auf alle Fälle schon ordentlich und das kann man auch nicht. Ist was anderes als ein Let's Play Video. Also, wie gesagt, das wird sicherlich holprig werden, bitte mal zu entschuldigen, schon mal im Voraus, aber wie gesagt, das wird's dann demnächst zu sehen geben, die Katastrophe. Ja, und wir werden den Stream auf Facebook vorher ankündigen und auf Twitter. Ja, vielleicht machen wir ein kleines Infovideo oder wir kündigen es auch in den Videos jetzt bei den Folgen hier, bei den ARK-Folgen an. Ja, genau, also da werden wir das dann auch machen. Genau, also da wird's auf jeden Fall reichlich Informationen geben vorher im Vorfeld.
Also, wir haben ja schon gesagt, bei den anderen Kommentaren, die wir jetzt zum Stream, zum Thema Stream geschrieben haben, dass die auf jeden Fall, oder dass der erste Stream auf jeden Fall an einem Wochenende sein wird. Also einfach halt, damit man mehr Leute abholen kann und dass wir auch in Ruhe Zeit haben, ein bisschen was zu testen. Ja? Genau. Also wie gesagt, es wird sicherlich ein bisschen holprig werden, aber wie gesagt, das werden wir dann demnächst sehen. Und wir freuen uns schon sehr drauf. Ja, und wenn die Sachen behoben sind, die gestern noch nicht funktioniert haben, dann wird es, glaube ich, noch ein bisschen besser. Aber da muss ich erstmal noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Also wirklich recht umfangreich, gerade wenn man... also wir sind jetzt technisch nicht gerade unversiert, um es mal so auszudrücken, aber, ja, aber es ist trotzdem... Das ist trotzdem was Neues, auch für uns. Erstmal ein neues Thema, die du sich einarbeiten musst. Also von daher, das wird ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, mit dem Stream mal gucken, wann es soweit sein wird. Es wird nicht mehr lange dauern, das können wir schon sagen. Und wir werden dann tatsächlich als erste Plattform, ich kann nicht mehr reden, als erste Streaming-Plattform Twitch nehmen. Darauf haben wir dann auch geübt und ja, wir haben Twitch geübt, juhu. Ja, das würde jetzt im Prinzip keinen Unterschied machen. Also wir haben jetzt einfach mal geschaut, okay, es gibt jetzt Pro und Contra für beide Plattformen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber wir haben uns gesagt, okay, wir testen erstmal Twitch. Mal gucken, wenn es gut läuft, wenn es passt alles, dann bleiben wir auch dort. Und wenn es irgendwie Probleme gibt, dann wechseln wir nochmal auf Hitbox. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Wir machen erstmal überhaupt... Wir machen erstmal irgendwas. Genau, wir sollen mal zusehen, dass wir überhaupt erstmal ein Stream hinkriegen. Genau, wo dann auch tatsächlich andere Zuschauer mit dabei sind. Ja, genau, das ist nämlich so das Problem an der ganzen Sache. Aber wie gesagt, dazu demnächst mehr Informationen. Richtig. So. Und wir hatten ja auch gesagt, der erste Stream kommt mit großer Voraussicht in diesem Jahr und das können wir jetzt auch definitiv bestätigen. Er kommt in diesem Jahr, er kommt. Ja, was haben wir jetzt momentan? Wir haben jetzt fast Ende November. Ist ja nicht mehr lange hin. Ist ja nicht mehr lange hin. Ja, dann halten wir das doch mal für eins der nächsten Wochenenden fest. Ja, zum Beispiel an so einem Adventswochenende oder sowas. Ja, du weißt, der erste Advent ist jetzt am kommenden Sonntag. Ja, ich weiß. Oh Leute, wisst ihr was, was ich jetzt festlege? Wir machen unseren ersten Livestream am ersten Advent. Weil du ja das festlegst. Ja, das lege ich jetzt fest und ich bin selbst schon ganz aufgeregt. Ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade total nervös. Ja, ganz groß Kino. Also ja, aber Anni macht dann ihren ersten Livestream am ersten Advent. Genau. Ich sitze dann hier ganz alleine. Hallo, jemand da? Ja, wahrscheinlich. Nein. Wahrscheinlich Leute, guckt gar keiner. Das glaube ich gar nicht. Aber haltet das fest, das ist jetzt wirklich, nehmt das für bare Münze. Am ersten Advent gibt es den ersten Livestream, das ist ein Sonntag. Ja. Der letzte Sonntag im November. Uhrzeit wissen wir aber noch nicht. Also weiß Anni noch nicht. Anni streamt dann. Nein, wir streamen, das möchte ich immer sagen. Ja. Ja, also wie gesagt, Uhrzeit wissen wir noch nicht. Wann Anni streamen wird? Sag mal! Nein, wir müssen sagen, Mario muss mit dabei sitzen, denn wir streamen seinen Bildschirm, ja? Also, er kann gar nicht weg. Ich lasse ihn einfach laufen und habe dann den Pausebildschirm die ganze Zeit zu sehen. Du bist ja doof. Ja, wie gesagt, also müssen wir noch ein bisschen was korrigieren bei dem Stream. Also wie gesagt, insgesamt so lautstärketechnisch hat alles funktioniert, Bildqualität war in Ordnung. Aber wie gesagt, so ein bisschen Overlays und sowas, das ist noch ein bisschen tricky, um es mal höflich auszudrücken. Da muss Anni noch mal ein bisschen nachbessern. Ja, quasi. Das mache ich noch. Aber wie gesagt, sah auf alle Fälle schon mal gestern gar nicht so schlecht aus beim ersten Test. Wir sind zuversichtlich, dass das an einem Sonntag klappt. Absolut. Keine Zweifel. Und wenn nicht, haben wir euch dann, weiß ich nicht, haben wir euch dann irgendwie Murks erzählt. Und nee, beziehungsweise Anni hat euch Murks erzählt. Oh ja, klar, jetzt bin ich wieder schuld. Nur weil du das da nicht hinbekommen hast. Ja, das stimmt. Naja, wir geben uns Mühe, dass wir das bis dahin gekriegt haben. Ja. Und ansonsten gibt's halt einen Stream mit ohne was auch immer. Genau. Also wir haben jetzt auch noch keine Ahnung, wie lang der laufen wird. Ne? Also der Teststream gestern, ich glaube, das war eine Stunde oder so. Ja. Also richtet euch jetzt nicht darauf ein, dass das irgendwie so ein 6-Stunden-Stream wird, um Gottes Willen. Das wahrscheinlich noch nicht. Wir wollen erstmal schauen, wie das ankommt, wie wir überhaupt damit so richtig zurechtkommen, wenn dann doch mal ein paar mehr Zuschauer mit dabei sind. Aber ja, also... Genau, also wir haben gestern auf jeden Fall schon festgestellt, es ist anstrengend, das alles zu koordinieren am Anfang. Das ist sicherlich eine Gewöhnungssache, kein Thema. Aber wie gesagt, gerade am Anfang sollte man es vielleicht noch nicht übertreiben, denn wir müssen erstmal reinkommen in die Materie. Wir müssen schauen, wie ihr das findet, wie insgesamt die Kommunikation mit euch läuft. Also wie gesagt, wir sind ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen, logischerweise, denn ein Livestream, wer öfter mal Livestreams geschaut hat, der weiß auch selber,
der lebt im Prinzip von der Kommunikation mit den Zuschauern. Ne? Wenn da keiner was schreibt, oder wenn jetzt irgendwie 5 Zuschauer sind und keiner was schreibt, dann ist es natürlich anstrengend. Aber wie gesagt, wir werden wahrscheinlich ein paar mehr als 5 Zuschauer. Vielleicht haben wir 10 oder das so. Das wünschen wir uns. Genau. Ja, mal gucken. Von denen dann auch 3 schreiben, immerhin, ne? Also, und ja. Einer davon ist dann unser Kumpel. Ja, wahrscheinlich. Jawohl. Ja, irgendwie muss man doch anfangen. Jeder hat mal klein angefangen. Ja. Und wie gesagt, mal schauen, wie es ankommt. Danach wird sich dann noch richten, wie häufig das sein wird, wann wir das machen, ob es überhaupt nochmal einen Stream gibt. Wenn jetzt alle sagen, es war total blöd, wir wollen es nicht nochmal sehen, dann gibt es natürlich keinen mehr. Aber davon gehen wir erstmal nicht aus. Solange wir uns nicht auch vollkommen breit anstellen. Das ist also ja nicht breiter als sonst. Das ist ja normal. Ja, nicht breiter als sonst. Also das macht jetzt keinen Unterschied im Prinzip. Und ja, wie gesagt, also da sind wir ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Aber ich denke mal, das sollte ja auch in eurem Interesse sein. Ich habe ja schon auch ein Sprachproblem, unglaublich. Sollte ja auch in eurem Interesse sein, sozusagen. Quasi. Und ja, da sind wir mal gespannt, was da so rauskommt, ne? Das sind wir. Und ich habe gerade Hunger. Ja, wer unseren Twitch-Kanal sucht, der findet uns unter, ich glaube, twitch.tv/zosgaming zusammengeschrieben. Ja. Das können wir ja auch nochmal jetzt in die Videobeschreibung mal reinpacken. Genau. Dadurch, dass wir das ja vorher nie genutzt haben, haben wir es auch nicht hinzugefügt. Aber jetzt kann es ja hinzugefügt werden. Ja, dann steht das ab sofort auch in der Videobeschreibung. Und ich muss jetzt hier was essen, habe ich gerade gesagt. Ja, dann isst doch mal was. Ich habe für dich ja auch das Fleisch mitgenommen. Brauchst du auch schon was? Nö, ich habe ja keine körperliche Arbeit hier. Das macht ja Apollo. Und dann muss ich schon wieder an dieses blöde Lied denken von Jürgen von der Lippe. Du weißt, was ich meine? Nein. Nein, doch! Oh Gott, wie ging das los? Jetzt mach nochmal. Nein, ich singe jetzt nicht. Ja, Mario kann singen. Nein, doch, kann ich nicht. Kann das stimmt nicht. Ja, also schief und krumm, aber er kann's. Ja, das stimmt. Siehste? Hier, das war da hier. Immer wenn meine Frau sagt, iss was. Ja, ja. Dann tue ich das, dann esse ich was. Ja. Ach, schön. Eigentlich ein lustiges Lied. Eigentlich schon. Aber das werden die jüngeren Zuschauer sicherlich nicht kennen. Aber ihr könnt es mal googeln. Von Jürgen von der Lippe. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich wollte gerade mal nur mal gucken. Hier kam gerade eine Nachricht. Aber du sammelst mal weiter. Ja, ich habe jetzt die Nachricht gar nicht gelesen. So, ja, wir haben auf alle Fälle hier ein bisschen was zu sammeln. Also wir wollen ja auch demnächst natürlich mal hier irgendwie auch mal mit den Metallwänden vorankommen und sowas. Also gerade die Zäune oder generell die Mauern um die Basis drumherum, die sind ja nicht so ganz unwichtig. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Wir haben gestern schon, wie gesagt, ein bisschen Metall gesammelt. Vorgestern habe ich auch schon alleine gesammelt. Also wir sind es, glaube ich, ungefähr bei 1700 Metallbahnen, die wir jetzt gerade haben. Das reicht gerade für ein Tor. Ja, das ist also beziehungsweise teuer. Ein Torrahmen ohne Tor. Also das Tor muss man selber nochmal bauen. Ich weiß gar nicht, was kostet, aber das ist, glaube ich, auch arschteuer. Und das ist noch höflich ausgedrückt. Ja, und wie gesagt, wir brauchen ja mindestens 3 davon. Das ist schon nicht so schön. Nee. Ansonsten... Hast du hier oben schon alles weggesammelt? Ja, bin krass. Schnell. Ja, merke ich. Ansonsten wollte ich noch was sagen. Wir suchen immer noch Mitspieler für den Server. Und zwar in erster Linie für den Ostribe. Der braucht ein bisschen Unterstützung. Denn wir hatten in der Zeit halt doch einige Bewerber, die sich angemeldet haben, die auch eine Zusage bekommen haben. Die sich aber seitdem auch nicht wieder gemeldet haben. Oder die waren einmal ganz kurz online, haben sich nicht mehr gemeldet. Also wir wissen tatsächlich nicht, wo die abgeblieben sind. Das waren doch einige. Ja, deswegen ist es momentan leider so, dass der Westtribe einen Vorteil hat. Und ja, also Bewerbungen, die jetzt kommen, bitte denkt gleich dran, ihr werdet mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den Osten gesteckt. Also ja. Solltet ihr damit ein Problem haben, dann wartet einfach noch ein bisschen. Ich meine, das ist ja an sich auch nicht schlimm, denn wie gesagt, gerade da hat man noch die Chance, sich aber noch ordentlich mit einzubringen. Das kann man beim Westtribe natürlich auch logischerweise, das ist nicht das Problem, aber wie gesagt, gerade der Osten braucht ein bisschen Unterstützung und da habt ihr halt auch die Chance, noch wirklich viel zu bewirken. Also wie gesagt, war halt ein bisschen ärgerlich oder ist ein bisschen ärgerlich, dass jetzt sich einige Spieler halt nicht gemeldet haben, gerade auch welche, die gesagt haben, die spielen viel. Und wenn man halt sagt, okay, wir teilen das so ungefähr stundenmäßig auf, dass es gleichmäßig ist im Osten und im Westen und dann merken wir vom Osten von, sagen wir mal,
15 Bewerbungen spielen 8 oder 9 Spieler gar nicht. Ja, das ist dann schon wirklich ärgerlich. Also es ist jetzt kein Zwang oder so, dass ihr alle irgendwie 60 Stunden die Woche spielen müssen oder sowas, um Gottes Willen, ja. Also es gibt noch ein Real Life und also selbst, sagen wir mal, es sind vielleicht, ja, 12 Stunden die Woche oder so. Für Leute, die wirklich gerne ARK spielen, ist das eigentlich kein Thema. Ja. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, wir haben auch Spieler, die weniger Zeit angegeben haben und die haben auch von uns eine Zusage bekommen. Aber wie gesagt, wir müssen halt schauen, wie wir das Ganze auf die Tribes verteilen, damit halt diese Stundenzahl sich ungefähr die Waage hält. Aber genau. Wenn dann halt gar keiner da ist oder wirklich nur die Leute, die dann halt sagen, ich habe jetzt aber hier nur 3 Stunden die Woche Zeit und das sind dann die einzigen, die online sind, das ist halt ein bisschen schade. Also dann kriegen wir das ja auch nicht so wirklich hin, demnächst mal PvP zu starten, weil wir einfach wissen, ein Tribe hängt total hinterher. Das können wir dann auch nicht machen, das macht uns dann auch keinen Spaß. Ja. Von daher, also und schon mal als Vorab-Information, bewerbt euch bitte nur, wenn ihr auch Lust habt zu spielen. Also nicht, dass ihr eine Bewerbung schickt, dann halt ihr Zusage und dann spielt ihr nicht, das bringt uns halt nichts, das ist halt auch Aufwand für uns, das ist das ist nicht gerade zufriedenstellend für die Tribes selber, denn wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt neue Spieler für euch, damit es ein bisschen ausgeglichener wird bei euch, damit ihr auch ein bisschen vorankommt und dann spielen die Spieler gar nicht, dann stehen die erstens dumm da und zweitens ist es auch demotivierend für den Ost-Tribe oder den West-Tribe. Genau, also es ist jetzt also wirklich gar kein Problem, wenn man mal irgendwie keine Zeit hat, wenn man mal eine Woche nicht spielen kann oder lass es 2 sein, wenn man im Urlaub ist oder sowas, alles gar kein Thema. Wie gesagt, wir haben selber auch noch ein Leben, aber wäre halt schon cool, wenn ihr euch nur dann bewerbt, wenn ihr auch echt Bock habt, halt mitzumachen, ne? Und nicht, wenn ihr schon wisst, oh ja, ich bin jetzt demnächst erstmal 3 Wochen nicht da, dann wartet einfach mit eurer Bewerbung halt auch, ne? Ja. Dann könnt ihr das halt machen, wenn ihr wisst, ihr habt wieder mehr Zeit. Ist auch kein Problem, ihr könnt ja uns einfach Bescheid geben. Genau, das Dumme an der ganzen Sache ist halt, die Spieler, die jetzt nicht spielen, die es beworben haben, die teilweise angegeben haben, die spielen 30, 40 Stunden die Woche, die haben nicht mal gesagt, dass sie nicht mehr spielen. Die sind einfach nicht da. Ja, das ist halt wirklich schon schade. Es kann immer mal was sein, aber eine kurze Info dann schon, weil es ist jetzt einfach kein 200-Slot-Server, das muss man einfach mal sagen. Ja, wir haben ja halt eine recht begrenzte Platzanzahl, weil das Ganze auch so ein bisschen familiär laufen soll. Und draußen ist schon wieder die Hölle los hier. Ja, ja, so ist das, wenn man in einer stark befahrenen Gegend wohnt. Ja, also auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ich habe sofort mein... Ja, genau, es ist kein 200-Slot-Server. Ja, wir haben hier wirklich Wert drauf gelegt, dass das halt so ein bisschen familiärer ist, dass man sich halt auch mal irgendwie so unterhalten kann mit den Leuten. Und da ist es dann wirklich blöd, wenn kaum einer da ist bei einem Tribe. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, das ist halt auch einfach der Fairness halber für die anderen Tribe-Mitglieder, wäre das schon mal ganz gut zu wissen, dass die auch Bescheid wissen, wenn ihr nicht mehr spielen wollt. Also das ist halt auch, wie gesagt, kein Thema. Es ist ja keine Verpflichtung, hier dauerhaft zu spielen, aber einfach nur eine kurze Info schicken. Genau, also das ist jetzt auch nochmal ein Aufruf an all die, die bei uns eine Zusage bekommen haben und vielleicht kurz da waren und jetzt dann doch nicht mehr kommen. Seid einfach so nett und gebt uns wenigstens eine Info, einfach per Mail kurz, ihr habt die Adresse ja, dass ihr nicht mehr spielt oder, keine Ahnung, dass ihr vielleicht erst nächstes Jahr wieder Zeit habt oder sowas. Nur damit wir ein bisschen planen können. Genau. Weil das ist einfach so Projekte brauchen ein bisschen Planung. Ja. Also wie gesagt, wenn es für euch halt selber einfach erscheint, dass ihr halt euch nicht meldet oder sonstiges, für uns ist halt echt ungünstig, denn wir müssen halt doch ein bisschen längerfristig planen. Die Slots sind halt begrenzt und wenn wir jetzt sagen zum Beispiel, weiß ich nicht, nehmen wir mal an, also wir haben jetzt einen Slot, wie viel haben wir jetzt? 34, glaube ich. Ja. Wovon 3 ja schon fest vergeben sind. Sagen wir mal, wir haben jetzt noch Spieler, weiß ich nicht, wir laden 50 Spieler ein, die alle halt irgendwie ein bisschen spielen. Dann spielt von denen die Hälfte nicht mehr, dann hatten wir nochmal irgendwie 20 ein und dann haben wir natürlich im Endeffekt 70 Spieler eingeladen und wenn die dann alle wiederkommen oder halt auch nicht mehr spielen, es ist halt echt sauschwierig zu planen. Wie gesagt, von daher brauchen wir einfach ein bisschen Input, auch von den Leuten, die jetzt halt nicht spielen, wie gesagt, und bewerbt euch bitte nur, wenn ihr spielen wollt. Genau. Denn sonst belegt die Bewerbung halt einen wichtigen Platz. Wir belegen quasi oder wir reservieren halt den Slot für den Bewerber. Und wenn der da nicht spielt, ist der Slot erstmal weg sozusagen. Und es nimmt halt Platz für andere mit, weg, die mitspielen wollen. So sieht's aus. Genau, das war das Wort zum Sonntag. So, Sky hat genug. Sky hat genug? Ja. Karlchen, ja, Karlchen kann noch, naja, wobei, so viel kann er gar nicht mehr.
Der muss ja noch, na, der kann, ach doch, nee, da geht schon noch was. Okay, das sah gerade so anders aus. Ich habe mir nur das Icon angeschaut. Sagen ich meine, Apollo hängt ja noch dran dann. Ja, aber das ist ja nicht so viel, wenn er so leer ist. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen noch auf Obsidian und Metall. Ja. So, ich komme schon wieder nicht ran. Sehr schön. Ja, Lisa, also nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir suchen noch Mitspieler für den Server. In erster Linie für den Osttribe. Bitte aber nur bewerben, wenn ihr auch mitspielen wollt. Also, beziehungsweise wenn ihr wirklich mitspielen wollt. Ja. Man muss ja irgendeine Intention haben dahinter, wenn man sich bewirbt und dann nicht spielt, weiß ich nicht. Ist schon ein bisschen schade. Muss ja irgendeinen Grund haben. Ja. So, wie sieht's denn hier aus? Steine können wir weghauen, brauchen wir nicht. Haust du alle Steine weg? Ja. Ach, okay. Na gut, dann können da ja wirklich ein paar raus, weil ich habe zwischendurch ein paar Steine gesammelt. Ich habe die ja schon raussortiert. Okay. Ich habe auch mal geguckt, also ein paar Kristalle können wir notfalls auch wegwerfen. Ich würde jetzt halt wirklich erstmal... Nur Obsidian. Na, Obsidian und Metall. Ja. Aber noch haben wir Platz, ansonsten, wie gesagt, wir können ja dann nochmal eine Runde fliegen oder so. Ja, klar. Also, ein bisschen was zu tun ist ja immer und wir brauchen einfach Rohstoffe ohne Ende. Ohne Ende, wirklich. Ja, wir haben übrigens gestern, da war Anni nicht online, da war ich allein auf dem Server hier von uns unterwegs. Und da haben wir noch ein Geschenk erhalten vom Westtribe, vom Westtribe. Der hat uns zwei Dimorphodon-Eier spendiert. Ja, cool. Zum Ausbrüten. Oh, was wir demnächst zu tun haben, ja. Die wird es demnächst zu sehen geben. Wir hoffen, dass es ein Männchen und ein Weibchen ist, damit wir auch mal züchten können. Ja, aber ansonsten müssen wir mal gucken. Die 18-2, die gar nicht so niedrig sind vom Level her. Aber da geht es im ersten Jahr natürlich um die Eier, die wir haben wollen. Und wie gesagt, ich glaube, die sind auch ganz cool, wenn die ausgeschlüpft sind. Ausgeschlüpft? Wenn die geschlüpft sind, wenn die ausgebrütet wurden. Ich wollte eigentlich sagen, wenn die ausgebrütet sind. Ja, ja. ja, heute ist wieder echt ein Tag der... Wortfindungsprobleme. Ja, nicht nur das, irgendwie generell so ein bisschen Laberschwierigkeiten. Man kennt es ja. Es gibt Tage, da kann man gut dran zählen. Es gibt Tage, da geht es etwas schlechter. Und es wird wieder kalt hier. Tatsache. Wird Zeit, dass wir hier wegkommen. Es sind -3 Grad hier auf dem... Das ist ja fast wie im echten Leben. Es ist heute auch sehr kalt draußen. Ja, aber keine -3. Nee, so nicht. Aber es ist trotzdem kalt. So, ich hau mal die Kristalle weg. Dann kann ich noch ein bisschen Obsidian mitnehmen. Hast du zufällig noch nach Rare Flowers geschaut? Muss ich ja nicht suchen, die kriege ich automatisch. Ja. Wir haben gestern nämlich auch ein paar gefunden. Wir waren ja gestern genau auf dem gleichen Berg. Ja. Im Teststream. Und haben dann echt ein paar Rare Flowers gefunden, was schon mal ganz cool ist. Na, ich habe heute auch wieder 13 schon bisher. So, wo ist denn... Wo sind denn die anderen? Ach, da oben. Ja, die stehen noch ziemlich weit oben. Die können wir auch mal umparken, glaube ich. Ja, ob sich das jetzt noch lohnt? Also, ich meine, die sind eh gleich voll. Ja, das stimmt. Also das lohnt sich da jetzt nicht, die da noch irgendwie hinzuschleppen. Ja, und mit dem nächsten Patch kommt übrigens eine industrielle Schmelze. Ein industrieller Schmelzofen. Da sind wir schon sehr gespannt. Ich denke mal, das geht dann ein bisschen schneller, weil hier brauchen wir ja doch ganz viele Schmelzöfen, um halt das ganze Metall, was wir jetzt gerade zum Beispiel gesammelt haben, überhaupt mal durchzubraten. Ja. Zu schmelzen, zu einem Eisenbarren. Das dauert ja Ewigkeiten und ich bin mal gespannt, wie das aussieht mit der industriellen Schmelze. Also von daher... Kann man schon mal gespannt sein, was dann so kommt, wie schnell es geht. Vielleicht so ein bisschen was in der Art wie der industrielle Ofen oder Grill. Oh, hoffentlich nicht genauso hässlich. Den ich potthässlich finde. Ja, wahrscheinlich wird es genau so sein. Ja, ich habe schon mal angeguckt, das Ding. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, na, ich habe es noch nicht gesehen. Ich wusste das nicht. Also ob es dann jetzt natürlich so im Spiel auch aussieht, weiß ich nicht genau. Das waren halt, man kann ja dieses Development Kit von ARK kann man sich anschauen. Da kann man auch einige... Sachen schon anschauen, die bald ins Spiel kommen. Also Grafiken und so ein Kram habe ich mal im Forum gestöbert. Sah ganz interessant aus, aber wie gesagt, mal gucken, ob es im fertigen Spiel dann auch so aussieht. So, ich würde sagen, wir düsen mal langsam zurück. Ja, ich baue hier nur noch den Metallklotz ab. So. Denn Karlchen hat jetzt auch schon 800. Naja, er könnte rein theoretisch schon ein bisschen was tragen, aber... ja, wir müssen ja nicht... Jetzt hat er 918 und dann kann ich ja die 15 Steine auch noch einpacken. Ja... Bei 50 Steinen jetzt auch nichts bringen. Aber was man hat, hat man. Okay, dann geht's zurück. Ich schnapp mir jetzt mal wieder Sky. So. Sky ist aber ordentlich lang. Dann schmeißen wir mal Kristalle weg. Also geht doch. Stimmt, es geht. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Das Übliche.
Ja, solange du nicht die E-Taste drückst. Nee. Aber wir haben ja gelernt, dass Wölfe oder egal welche Tiere, wenn die hinten dran hängen und nicht beritten sind, keinen Fall Schaden nehmen. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss ja auch was wegwerfen, ein paar Kristalle oder so. Ich komme nämlich nicht so schnell voran. Und jetzt bin ich aber trotzdem langsamer. Also jetzt, das ist meine schnelle Geschwindigkeit. Dann schmeiß ein paar Kristalle weg. Ja. Hilfe, ich komme gar nicht mehr voran. Jetzt. Ja, so, dann fliegen wir mal zurück hier in Richtung Basis. Also wie man sieht, sieht man nichts. Also ja, das nebelt schon wieder. Nebelschlussleuchte anschalten und dann fährt Anni auch nicht auf. Fernlicht. Wunderschön. Ich würde sagen, wir machen dann noch hier mal einen Cut an der Stelle. Wollen euch jetzt nicht mit dem Rückflug langweiligen. Mann, ey, heute ist ein Tag. Heute ist der vergesst Knoten es, vergesst es. Also Kopf, Tisch und so, ne? Ist Bescheid. Wir wollen euch damit ja natürlich nicht langweilen, deswegen machen wir hier einen Cut an der Stelle, ist eh nur noch ein bisschen ausladen, einschmelzen und das war's dann auch schon. Ja, wir sagen schon mal Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, mit dem Stream gibt's nochmal genauere Infos am Sonntag. Ja, also die Infos kommen vorher, ja, aber der wird am Sonntag Stream kommt am Sonntag. Definitiv. Sonntag, der, ich glaube, das ist der 29. Also wenn nicht spontan unser Internet ausfällt, wird's am Sonntag einen Stream richtig, geben. Richtig. Aber bleibt einfach auf Twitter dran oder auf Facebook, wie auch immer. Da gibt's dann auch Infos. Oder hier natürlich im Kanal, da werden wir sicherlich auch ein kleines Info-Video zu machen. Wie das dann aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber das wird halt eine kleine Info sein, falls jemand kein Twitter oder kein Facebook hat. Ne? Ist nicht so schlimm. Richtig, hier werden die Informationen auch hier erhalten. Und auch sicherlich in den Videos, die wir machen, insgesamt werden wir das dann nochmal erwähnen. Also wie gesagt, damit alle das auch mitbekommen, dürft ihr gespannt sein, die schauen wollen. Genau. Und dann schauen wir mal. Also wie gesagt, morgen geht's hier dann regulär weiter mit ARK 15 Uhr. Einschalten nicht vergessen und bis dann, einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.